Freunde der gepflegten Warhammer-Unterhaltung. Es ist mal wieder soweit, ich habe meine Kletterausrüstung ausgepackt und wir gehen weiter in die Tiefen des alten Warhammer- und Citadel-Figuren-Eisbergs. In der letzten Folge, wir hatten wirklich verrückten Stuff. Ich sag nur der alte Dreadnought, aber es gibt noch viel bessere Modelle und ihr habt mir einige Sachen geschickt. Damit könnt ihr auch gerne weitermachen. Wenn ihr noch uralte, hässliche Modelle kennt, die wirklich an den Abgrund dieses Eisbergs gehören, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Und lasst dem Video einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn du es noch nicht gemacht hast. Ansonsten gehen wir rein und heute wird es wirklich ein bisschen verrückt. Es sind nicht alles Warhammer 40k Modelle, aber das hier ist auch ein wunderschönes altes Warhammer Modell und zwar ein, ich weiß nicht was das ist, es sieht sehr nach Warhammer Fantasy aus. Auf jeden Fall wird da gerade ein Goblin oder ein Hobbit, könnte auch ein Hobbit sein, verspeist, whatever, der Mann hat Hunger. Das etwas hat Hunger und gönnt sich einen kleinen Happen. Habe ich mit reingepackt, weil ich es irgendwie witzig fand. So, der Paintjob trägt natürlich gut dazu bei. Aber hier haben wir ein Problem mit damaligen Warhammer-Figuren im Allgemeinen. Die waren ja ein bisschen kleiner als die, die wir heute haben, ja? Auch die Space Marines. Und je kleiner die Figuren werden, desto schwieriger wird es erstens, Details zu zeigen und zweitens, Gesichter zu zeigen und zu malen. Und hier haben wir die Adepta Sororitas von früher. In klein und der Paintjob hier, die Farbe war vielleicht auch ein bisschen dick. Aber kleine Anekdote. In dem Warhammer-Laden, wo ich öfter mal bin, da war das auch schon mal Thema mit den alten Sororitas-Modellen, wo sich gefreut wurde, dass die neuen dann doch ein bisschen schicker sind. Denn die hatten ganz schön komische Köpfe früher, die Damen. Coole Fraktion, die Modelle hier. Ein bisschen kritisch, würde ich sagen. Die Highlights hebe ich mir mal für den Schluss auf. Aber wisst ihr, wer das hier sein könnte? Schreibt gerne mal einen Kommentar, jetzt. Ich warte mal kurz 2 Sekunden. Das hier ist ein Modell aus Epic Scale, so habe ich es auf jeden Fall im Lexikanum eben gerade gelesen, von Magnus. Ja, Magnus. Der Magnus, an den ihr auch gerade glaubt. Der Magnus did nothing wrong, Magnus. Magnus, der Rote, der Zyklop. Mit Flügeln, die hat er ja noch behalten, die haben wir ja bei den aktuellen Modellen. Dem einen roten Auge, Hörnern, Magnus halt, Stab für Magie. Und einem roten Rauschebart. Die Figur. Zum Glück haben sie das Charakterdesign da noch ein bisschen überarbeitet. Bei Reddit stand auch nur drin, könnt ihr euch noch erinnern, als Magnus einfach nur ein einäugiger kleiner blauer Goblin war? Magnus, meine lieben Freunde. Ich habe mich passend für Magnus heute auch gekleidet. alte Modelle waren wirklich, wirklich eine Welt für sich. Naja. So, könnt ihr erkennen, was das hier ist? Könnt ihr es erkennen? Wir haben hier auf jeden Fall ein Kettenschwert. Ja. Wir haben hier auch einen Bolter. Sieht ein bisschen modifiziert aus, okay. Das hier könnte ein Power Armor sein. Aber was ist das für ein Kopf? Das hier ist ein alter Chaos Space Marine. Laut Quelle. Ein uralter Chaos Space Marine. Und da hat der Warp aber das ein oder andere verzerrt, würde ich sagen. Und zwar hat der Mann keinen Hals mehr. Ich weiß nicht, was das da auf dem Rücken sein soll. Der sieht aus wie Quasimodo. Und hat einen riesigen Kopf, der so groß ist wie der Oberkörper. Wenn man nach den Farben geht, könnte das 1000 Suns sein. Würde ich jetzt schätzen. Also wirklich, das hat nur am Menschen modelliert damals, ne? Das war Warhammer. Früher war alles besser, passt nicht unbedingt in jeder Situation, würde ich jetzt einfach mal sagen. Dann noch ein ganz ikonisches Piece, ist kein Warhammer, aber trotzdem Citadel. Und zwar der Magier mit der Submachine Gun. Da habe ich noch ein anderes Bild von.
Es ist halt ein Magier mit einer Robe, wie man sich ihn klischee-mäßig vorstellt, mit Zauberhut, mit Vollbart. Und dann hat der ein Maschinengewehr in der Hand. Das war eine Figur, die konntest du so kaufen. Ich habe die auch schon als Zinn gesehen, eben auf eBay und so ein Kram. Es waren andere Zeiten, es waren die 80er oder 90er, ja. Das ist weit entfernt von der heutigen Zeit. Wobei ich das wirklich witzig finde, ne? Muss ich ja dazu sagen, aber... Ja, es war dann doch sehr speziell, würde ich mal sagen. Aber wenn ich die Waffe hier so sehe, kriege ich auch so ein bisschen Return to Castle Wolfenstein Flashbacks. Falls jemand das Spiel kennt, schreibt gerne einen Kommentar. Und die Leute, die es nicht kennen, sucht nicht danach. So, ich sehe es schon im Titel. Kennt ihr das aus dem Heidepark? Da gibt es so eine Achterbahn, wo man so in der Luft hängt. Flug der Dämon ist das, glaube ich. Nee, nicht Flug der Dämonen. Gibt es noch eine andere? Ich weiß es gerade nicht. So sieht das aus. Also, was ist das für eine Position? Klar, du hast Beinfreiheit, ja? Das ist bei so einem Walker ganz geil. Aber irgendwie sieht das aus so, wir haben jetzt einen Walker. Wir kleben da vorne noch einen Eldari dran. Wie verbinden wir das am besten? Ja, waren nicht nur die Space Marines, die früher ganz komische Modelle hatten, sondern auch die Eldari hatten hier ganz, ganz wilde Modelle. Aber quadratische Base. Und das mag ich. Mag ich mehr als die Runden, muss ich sagen, von der Optik. Und schöne Flammen hier auf dem Bein. Ja, also die Hot Rod Fabrik und das Tuning-Team von American Chopper hat hier auf jeden Fall allererste Sahne. Ihr wisst, was ich meine. Ein Mix aus diesen beiden Sprichwörtern hat hier gute Arbeit gemacht, um diesen Eldari hier wunderschön zu bemalen. Grüße gehen raus an Darren Matthews. Ja, auch die alten Sentinels des Astra Militarum sahen irgendwie komisch aus. Oder sehe nur ich das? Es sind halt einfach Läufer, ja? Große Beine, oben sitzt einer mit einer fetten Wumme. Aber es sieht so aus, als würde hier noch so ein Block fehlen. Wie bei Star Wars bei den Dingern. Oder bei den Sentinels von Warhammer 40k. Das sieht so komisch aus, dass er da oben einfach rausguckt. So, ne? Da hast du halt einen Walker, wo ein Typ drauf sitzt. Also irgendwie sieht besser aus als das von den Eldari. Auf jeden Fall. Das zu toppen wird sehr schwierig. Aber so richtig toll sieht das hier auch nicht aus, muss ich sagen. Hier noch so ein Dämon mit einem Sombrero und einem Bart. Fand ich einfach witzig, wollte ich mit reinnehmen. Hat jetzt keinen besonderen Zweck. Aber jetzt kommen wir zu den Highlights. Einmal eine ganz besondere Kanone der Chaos-Zwerge aus Warhammer Fantasy. Denn wir sehen, das hier ist der Schwanz von einem Dämon. Hier vorne ist sein Kopf. Vorderbeine, Hinterbeine und ihr seht, wo der Lauf von der Kanone ist. Das sieht ein bisschen so aus, als würden die Zwerge Dämonen knechten und aus ihrem Gesäß mit Kanonenkugeln schießen. Ich habe hier nochmal ein anderes wunderbares Beispiel, wo man das Ganze nochmal ein bisschen mehr sieht, ja? Vor allem, wir sehen ja hier auch, hier sind Fesseln. Das Wesen hier ist gefesselt. Was ist das? Kann man das jemand erklären? Das ist, sowas ist nicht okay. Schönes altes Modell. Die Dämonen-Chaos-Werk-Arschkanone. Ja, schade, dass das heute nicht mehr gibt. Und jetzt kommen wir zum Finale der heutigen Folge. Hier sehen wir es auf eBay. 113 Pounds. Das sind 130 oder 136 Euronen. Und zwar Chaos haben wir hier schon mal, Games Workshop, Citadel, eine Toilette. Es gab ein Modell von einer Chaos-Toilette. Lasst das Ganze auf euch wirken, dieses ganze Modell. Mit all seinen Details. Mit dem Spülkasten, wo ein Gesicht ist. Aus der Toilette guckt jemand raus, der sich nur denkt, bitte töte mich, ich möchte nicht auf diesem Modell sein. Hier unten die Füße und so ein Kram. Dann kommt hier noch eine Zunge raus. Das ist
auf unserem Eisberg, den wir hier mittlerweile haben, ein Highlight. Ein 130 Euro Highlight. Und ich glaube, irgendwann, wenn der Kanal hier größer ist und ich so einen Schabernack betreiben kann und ich mir nicht denke, okay, dafür jetzt da auch eine Woche einkaufen können, dann besorge ich dieses Modell und wir machen da was zu. Die ikonische Chaos-Toilette von Games Workshop ist auf jeden Fall bis jetzt das verrückteste Modell, was wir auf dieser Reise gesehen haben, meiner Meinung nach. Aber schreib gerne in die Kommentare, was für dich bis jetzt das hässlichste Warhammer-Modell war oder Games Workshop-Modell, was wir bis jetzt gesehen haben. Ab damit in die Kommentare und wie gesagt, wenn du noch mehr kennst, auch damit bitte in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch eine entspannte Woche, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao, der Imperator beschützt.